Äußerungen in diesem Video sind nicht die Äußerungen von Augen auf Medienanalyse. Es sind die Worte des US-amerikanischen Autoren Greg Rees und werden hiermit von uns lediglich übersetzt und im gesetzlich gesicherten Rahmen der freien Zugänglichkeit von Informationen 1:1 ungeprüft und unkommentiert für dich zur Verfügung gestellt. Nachdem irgendwie ausgelöste Pager, Radios, Mobiltelefone und Solarmodule wahllos an öffentlichen Orten im Libanon explodierten, wurden weitere unschuldige Menschenleben ausgelöscht durch den Terrorstaat Israel. Dies ist ein abscheulicher Akt des Terrorismus. Wir verstehen sehr gut, dass sie mit solchen Aktionen versuchen, die Region in eine globale Konfrontation zu bringen. Kinder, Zivilisten und Frauen anzugreifen, um die öffentliche Stimmung zu schüren und den Nahen Osten in Brand zu setzen, damit alles in Flammen steht. Aber es gibt noch einen weiteren wichtigen Punkt. Es handelt sich um einen Terroranschlag, der offensichtlich nicht von einem selbstmörderischen Einzelgänger, einem Selbstmordattentäter oder einem völlig Verrückten verübt worden sein kann. Es handelt sich um einen Terroranschlag, der mit kühlem Kopf und umfassend geplant wurde. Alle Anzeichen deuten auf einen internationalen Terroranschlag hin, denn es ist offensichtlich, dass eine so große Menge an Ausrüstung über mehrere Grenzen gebracht werden musste, um sie zu beschaffen. Offensichtlich gibt es hier eine internationale Spur, die entsprechend untersucht werden sollte. Jetzt sollte die Reaktion des Westens richtungsweisend sein. Wenn der Westen schweigt, wie immer und wie immer nicht auf einer Untersuchung besteht, nicht von Menschenrechten spricht und seine langjährige Rhetorik nicht wiederholt, die er in ähnlichen Fällen verwendet hat, wenn Terroranschläge auf seinem Territorium verübt wurden, dann ist das ein Beweis für sein direktes Engagement. Während die Mehrheit der Welt nach einem Ende dieses wahnsinnigen Blutvergießens schreit, sind in Amerika die politische Linke, die religiöse Rechte und die gehirngewaschenen Massen alle dabei. Es scheint, als könnten die Amerikaner einfach nicht genug Krieg bekommen. Während die Ukraine tief in Russland angreift, hat Israel jetzt mit schweren Bombardierungen im Libanon begonnen, was der Beginn von etwas viel Größerem ist. Ist dies der Beginn einer großen regionalen Konfrontation zwischen dem Libanon und seinen Verbündeten und Israel? Ich glaube ja. Die Israelis haben gesagt, dass sie diesen Cyberangriff, der wahrscheinlich einer der größten in der Geschichte ist, deshalb initiierten, weil die Araber ihnen langsam auf die Spur kamen. Mit anderen Worten, die Araber im Libanon und wahrscheinlich auch die Iraner hatten herausgefunden oder zumindest bemerkt, dass so etwas passieren könnte. Und so hatten sie das Gefühl, dass sie es schnell in die Wege leiten mussten, um einen Nutzen daraus zu ziehen. Ich denke, die Frage ist jetzt nicht, ob wir sie unterstützen werden oder nicht. Wir haben sehr deutlich gemacht, dass wir sie unterstützen werden, wenn sie in den Libanon einmarschieren und dieser Krieg sich ausweitet. Ich glaube also nicht, dass es da eine große Frage gibt. Das Problem ist, wie lange können wir alle Schiffe auf See halten? Und ich denke, dass die Offensive im Libanon jetzt ziemlich schnell beginnen wird. Da wir Herrn Netanyahu sagen, wir können nicht herumsitzen und darauf warten, dass ihr etwas tut. Wenn ihr also etwas tun wollt, solltet ihr es schnell tun, denn wir können nicht mehr lange hier draußen bleiben. Aber nein, wir werden die Israelis unterstützen. Daran gibt es keinen Zweifel. Und ich glaube, sie alle wissen, wenn sie von ihren ursprünglichen Zielen abrücken, nämlich die arabische Bevölkerung im Westjordanland und im Gazastreifen zu eliminieren, das ist ihr eigentliches Ziel. Und jetzt auch im Südlibanon werden sie etwas anderes akzeptieren müssen. Ich denke also, dass die israelische Regierung, das israelische Volk, die israelischen Verteidigungskräfte alle im selben Boot sitzen. Entweder wir gewinnen oder wir gehen mit dem Schiff unter, was eine schreckliche Situation ist. Und niemand in Washington scheint daran interessiert zu sein, ihnen zu helfen. Ich meine, wir denken, wir helfen ihnen, indem wir ihnen alles geben, was sie wollen. Meiner Meinung nach haben wir sie auf den Weg in den Selbstmord gebracht. Berichtet für InfoWars, ich bin Greg Rees. Augen auf Medienanalyse. Privates Engagement, total unabhängig, komplett unkommerziell, rein aus Leidenschaft. Wenn du uns belohnen willst, abonnier den Kanal, schau die Videos an, schreib hier und da einen Kommentar und wenn dir ein Video gefällt, dann like es.